man die Leute dazu? Ja, Oder hallo, was machen willkommen, die mein dann? Name ist Danny Rollpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Covenant betreten. Eine kleine Siedlung, in der auf jeden Fall irgendwas Schräges abgeht. Ich habe nur keine Ahnung was. Und das versuchen wir in dieser Folge herauszufinden. Bin ich mir sicher. Aber was müsste ich dann machen? Weil die sitzen einfach nur in ihren Häusern und machen nichts. Irgendwie hier durchs Fenster gucken oder so. Muss da irgendwas sein. Jetzt vorher waren wir ja nicht so erfolgreich. Aber fälliges Buch. Verdammt, ich dachte, ich hätte jetzt was. Diesen Müll liegen. Das ist Platzverschwendung. Psst. Nix ist Platzverschwendung. Warum verschließen die Türen alle? Irgendwo müssen die auch schlafen gehen. Aber ich kann mich ja nirgendwo reinschleichen. Die kommen ja direkt da rein, obwohl die mich gar nicht sehen. Macht gar keinen Sinn. Aufgepasst. Hm? Hier drüben. Mache ich. Okay, bleib du mal irgendwo hier aufgepasst. Draußen. Was gibt's? Warte da. Du lässt mich zurück. Das ist dein Tod. Vielleicht verrät die mich die ganze Zeit. Also wenn ich die Türen zumache, kann mich doch gar keiner sehen. Jetzt hat mich jemand gesehen, ist klar. So, niemand ist hier. Da muss doch irgendwas geben, komm schon. Jetzt einfach Dinge genommen, fertig. Da kann ich wahrscheinlich an der Terminal daran, ne? Könnte ich jetzt auch einbrechen, aber das ist mir ein bisschen zu... Es ist schon lange her, dass wir wirklich Ärger in der... Dann tue ich mal pennen, bis es wieder Tag wird und ich da drauf betreten kann. Und jetzt klauen die mir meine Leber. Wir sind die beste Gemeinschaft im ganzen Commonwealth. Ja, eindeutig Propaganda. Sagen wir noch zu hier. Mein Gott, macht das Ding auf. Ah, hallo. Jacob? Ich hoffe, dir gefällt es hier. Kann ich ein paar Fragen stellen? Dann frag doch. Weißt du etwas über eine verschwundene Karawane? Geht es um diese Stockton-Leute? Ich habe es Mr. Dan immer wieder gesagt. Wir haben sie nicht gesehen. Ich muss gehen. Ja, ich möchte jetzt den Typ nicht verraten. Da wird er irgendwie abgemurkst oder so. So, jetzt kann ich hier rein, oder? Eines Tages wird Covenant so groß wie Diamond City sein. Ich konnte doch vorher auch hier rein. Entschuldigung. Viel Spaß. Dieses Limonade! Nach einem langen Tag! Dr. Patricia? Hallo, Fremder. Wenn dir was fehlt, kann ich mich gegen eine kleine Gebühr darum kümmern. Ich bin die eine Frau, die hier vorne die ganze Zeit war. Hi. Ich mit der reden, nicht mit dem Eis. Ah, hallo. Weißt du, mit dem Typen hier draußen, genau. Hey, hier bist du. Tut mir leid, ich hab zu tun. Talia. Ist gar nicht wahr, du machst Pause. Ist Covenant nicht ein... Hast du Zeit für ein paar Fragen? Wenn es dir hilft, klar. Weißt du irgendwas über Stocktons Karawane? Tut mir leid, die waren niemals hier. Ihr lügt. Ich suche nach einem Mädchen, Emilia Stockton. Hast du von ihr gehört? Oh, nein, das habe ich nicht. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich muss gehen. Oh, okay. Was mit dir? Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Hey, Swanson. Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Ja, die hat auch irgendwie noch was.
in ihrem Laden. Einen angenehmen Aufenthalt im Covenant. Da macht die Tür auf, ich will rein. Oh. Noch ein Neuankömmling. Willkommen. Ja, ich muss mal kurz an dem Terminal ran. Wo du siehst mich wahrscheinlich, ne? Er sieht mich auf jeden Fall, wenn ich da rangehe. Da ist er blöde. Was? Wir tolerieren keine Gewalt oder Anstößigkeit. Wenn du beides meidest, kommen wir gut miteinander aus. Blöd, man steht jetzt genau davor. Weißt du halt eigentlich? Oh, jetzt komme ich ja nicht raus. Willst du mich verarschen? Ja, geh mal irgendwo anders hin, bitte. So. Dann wollen wir mal sehen. Personalkarten. Warte mal, was war das? Fischerbericht. Mr. Händler hat den Weg zum Lager 5-mal abgeräumt, weil sich ein Fischer am Meier Mystic Pines niedergelassen hat. Mr. Handley sagt, das neue Lieblingsfischer der Diktator. Er nimmt unsere Mission genauso ernst wie ich, wenn er es dann nur wegen seiner Frau nicht unternehmen könnte. Keine Ahnung. Warum er so schreckhaft ist. Okay. Ja, tun wir jetzt nicht alles, ne? Okay, jetzt habe ich hier ein Problem, dass ich hier nicht rauskomme. Okay, ich bin ja versteckt. Okay. Ah, da könnte es jetzt schwierig werden. Warum macht ihr hier auch direkt zu vor ihm? War die doch offen die ganze Zeit. Muss ich hier, um hier rauszukommen, das Ding aufknacken, meine Güte. So. Wie schön. Hey, was geht? Ist niemand da, denn das wird Ihnen nicht gefallen. So, jetzt habe ich natürlich nicht gesehen, was da ist. Sprich mit dem ehrlichen Dan. Ich hasse diesen Ort. Hey, Dan. Hast du was über die Karawane erfahren? Sie haben die Überlebenden in ein Lager gebracht. Dann sind wir im Geschäft. Ich treffe dich da und wir retten ein paar Karawanenmitglieder. Ja, ich hätte auch alleine eingehen können, ne? Komm schon. Kein Problem. Dann, ja, geh ganz langsam, ist gut. Hey, Fremdling, es ist kein Geheimnis, dass du hier rumstehst. Oh, ich wusste, irgendwann spricht mich jemand darauf an. Von dir, wenn du mich fragst. Ich weiß, du glaubst, das Richtige zu tun. Triff nur keine übereilten Entscheidungen, die du später bereust. Komm einfach raus und sag, was du damit meinst. Hast du vielleicht ein Gerücht über Stocktons Karawane und ein Lager gehört? Tun wir mal so, als wäre da was dran. Wir würden nur etwas tun, wenn wir gute Gründe hätten. Die besten. Pass auf. Du stellst deine Nachforschungen ein und ich schenke dir 100 Kronkorken. Dann bist du hier jederzeit wieder als Freund willkommen. Wie rechtfertigt ihr es, eine ganze Karawane zu töten? So einfach ist das nicht. War unsere Gemeinde nicht gut zu dir? Und zu anderen auf der Durchreise? Das weiß ich ja nicht. Nur uns etwas Vertrauen zu schenken. Behalt deine Kronkorken. Bitte lass es, lieber. Hier läuft mehr, als dir bewusst ist. Mein letzter Kampf ist schon viel zu lange her. Das Gefühl, das nächste Mal, wenn ich hier reinkomme, werden die mich töten. Und dafür sind die Geschütze da. Ich wollte schon sagen, sperrt die da nicht ein. Dann kriegt er Ärger mit mir. So, wie weit? Gar nicht weit, okay.
Toll, der Typ ist immer noch drin, der dreckige Dan. Ich da nicht. Ja, geh mal da rum. Keine Lust, unnötig Strahlung zu bekommen. Wäre ja schon nichts Schlimmeres hier kommen, ne? Wenn allgemein schon keine Action im letzten Part, ne? Ist wahrscheinlich in diesem Part ändern. Ach, Strahlung, ne? Okay. Bei Strahlung in dem Spiel habe ich ein bisschen mehr Respekt als in Fallout 3, weil da war so gut wie überhaupt keine Gefahr. Das war, wenn du irgendwie 200 hattest. Aber bis du da irgendwie 200 bekommen hast, hat auch gedauert. So, wer bist du da hinten? Fischer. Oh, Entschuldigung. Was war hier? Teddybär? Ne, nicht der Teddybär. Okay. Weidmann Teil, wie geht's dir? Vertreib mir die Fische nicht, Arschloch. Dir auch, hallo. Entschuldigung? Such dir eine eigene Angelstelle. Verschwinde. Man kann doch nicht mal angeln in dem Spiel, verdammt. Ach, ich muss echt da runter. Okay. Was ist hier drin? Überlebende? Ah, für was? Bei der Karawane, ja. Hallo, bist du ja. Ich hasse diesen Ort. Mein Gott, hey, Dan, was magst du eigentlich? Da oben ist jemand. Du gehst voran. So, was nehmen wir denn für eine Waffe? Den Flammenwerfer, Lip. Shemdrowns Schwert haben wir. Hi. Außenstehende haben keinen Zutritt. Was machst du hier? Wer bist du? Ich stelle die Fragen. Warum bist du hier? Ich bin hier, um die Überlebenden von Stocktons Karawane zu retten. Das kann ich nicht zulassen. Ist nichts Persönliches. Du hättest nicht herkommen. Offensichtlich nicht. Schlitz! Squish! Squish! Stab! Okay. Hey, ist der eine abgehauen. Wart, wer seid ihr denn alle? Hi. Puff. Sehr gut. Also nicht kommen gehen. Mir ist aus wie jemand, der nicht wirklich böse ist. Hallo. Was? Warum war das Ding dann grün? Freundlich, also. Komm zurück, verdammt. Warum nennt Sicherheitsdienst Rüstung? Also ihr hättet wenigstens versuchen können zu erklären, was hier los ist, ne? Ja, und bleib weg. Oh nein, ihr tut direkt hier mich angreifen. Dann ist das Selbstverteidigung halt. Die Missionen müssen geschützt werden. Boah, kannst du aufhören, mir die Erfahrungspunkte zu klauen, du Pisser. Ja, sehr gut. Hey, da sind neue Fragen. Sogar mit den gleichen Bildern.
Meine Güte, ihr macht ja alles fertig, ne? Ja gut. So. Wo bin ich? Aber, wie sind die Lebenszeichen des Objekts? Fluktuieren etwas, aber noch. Zersack. Wer seid ihr? Was? Scheiße! Mach das! Ich werde das nur einmal sagen. Sprich nur, wenn du zuvor angesprochen wurdest. Bitte fahr fort. Das Subjekt ist bereit für die Nullmessung. So, dann habe ich die Sachen gekauft, ne? Beantworte die Fragen schnell und mit dem ersten Gedanken, der dir in den Sinn kommt. Ein wild gewordener Wissenschaftler brüllt dich an. Ich werde meinen Quantenharmonisierer in deine photonische Resonanzkammer stecken. Was sagst du? Ist das der Safe-Test? Oh! Beantworte die Fragen. Meine Güte. Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit diesem Wissenschaftszeug nicht aus. Ich ignoriere ihn. Du ignorierst ihn? Faszinierend. Man kann halt nicht jeder so eine tiefgründige Frage beantworten wie ich, ne? Das gefällt mir nicht. Viele Möglichkeiten für einen Hinterhalt. Ja, gab's doch noch einen anderen Weg, oder? Was? So, ja. Aus dem Weg, verdammt. Sonst schlitze ich euch. Von der anderen Seite festgekettet. Hey, die Kette kann ich sowas von hier treffen. Ich kann die schon sehen, meine Güte. Oh Mann. Weil die scheinen halt ganz eindeutig nichts Gutes im Schilde zu führen. Zum Glück habe ich die Sachen gekauft. Ey. Das hätte ich da bereut. Muss mich mal langsam machen. So eine Art Brücke. Da muss es noch einen anderen Weg geben. Ja, locker überspringen. Einer. Hey. So, 12 Schüsse. Ich hab Blut auf meinen Stiefeln. Wie? Ja, war ich geschossen, glaube ich. Ding ist auch, glaube ich, ein bisschen leichter als Grognacks Angst, ne? Deswegen ist, glaube ich, ein bisschen besser, mit dem Schwert rumzulaufen. Ja, da kann ich nichts machen, wenn ihr alle davor steht. Ich glaube, das sind die Überreste von der Karawane. Oh, jetzt hier hinweg. Ja, das ist natürlich, das kann ich natürlich nicht tolerieren. Ich will zwar alles friedlich lösen, aber die haben ja nicht mal versucht, mir zu erklären, was los ist. So ist das nicht. Das ist eine reinste Selbstverteidigung hier. Schon wieder als Objekt 12, okay. Bitte! Ich hab ein Kind, ich! Willst du noch eine Behandlung? Nein! Also nochmal. Glückwunsch! Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Hab ich doch schon gesagt! Catcher! Nochmal. Welche Position? Catcher! Ich wäre der Catcher! Warum?
von Baseball? Nein, bitte! Ich bin kein... Lass mich einfach! Beantworte die Fragen und nur die Fragen. Glückwunsch. Du hast es geschafft. Welche Position möchtest du? Hey! Oh, hi. Wie lange bist du denn schon da? Ist das ein Witz? Das muss ein Witz sein. Der eine und auf einmal ist da noch einer. Oh, das hat sicher wehgetan. Puff. Danke, dass ich geschafft hat. Awesome. Jetzt muss ich auch trotzdem den Weg zurückgehen. Ach ja, hi. Boah, also krieg ich endlich mal Munition wieder rein. Munition kaufen. Geld ausgeben. Ach, komm schon. Was? Die Missionen müssen geschützt werden. Oder Jump. Slash. Oh Mann. Komm her. Puff. Mein Gott, der hält viel aus. Tschüss. Ah. Warum hält denn der so viel aus? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Und wir gehen doch hier runter. Scheint ein bisschen sicherer der Weg zu sein. Los, wir gehen da lang. Geht. Und dann dreckiger dahin. Ach ja, aber okay. Dann gucken wir mal. Ich sag mal, vielleicht speichern ist schon lange. Ja, so, jetzt habe ich eigentlich nur den. Ich habe den da hinten gesehen. So. Haben wir hier noch? Ja, damit. Herrlich. Das wär's. Komm schon. Wer ist da? Die Missionen müssen geschützt werden. Komm schon, ihr dreckigen Schweine. Kommt her. Wo seid ihr? Schätze, es ist vorbei. Ah, auf die Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Ah, das ist noch so ein Holo-Terminal. Selbstvertrauen ist bei Subjekt 12 sehr hoch. Genaueres werden wir bei der Autopsie erfahren. Und irgendwelche Fortschritte bei Frage 3. Wenn es dieser Karawanentyp ist, nein, der hier befragt wird die ganze Zeit. Die Antworten sind einfach vorhersehbar. Du hast deine Meinung zum Wert von Frage 3 deutlich gemacht. Aber sie zu entfernen könnte sämtliche Daten unbrauchbar machen, die wir bisher gesammelt haben. Machen wir weiter. Frage 4. Die Daten dazu sind faszinierend. Wieso hat Baseball die höchste Korrelation? Noch höher als bei Frage 8? Unsere Methodik ist sehr umfassend. Die Antworten von Subjekt 12 zu Baseball und seiner Kindheit waren besonders interessant. Nur hier und hier. Er kann aber kein Kind sein, wenn er Sinn sein, wenn er eine Kindheit hat. Oder gibt es irgendeinen Fehler in ihrer Programmierung? Wir brauchen einen weiteren Fehlschlag, um das genauer zu untersuchen. Subjekt 12 taugt nur noch zur Endverwertung. Ich informiere das Rückführungsteam. Wenn alle paranoid wegen des Sinns. Ich weiß, das ging voll, aber wir müssen die letzte Frage stellen, zu gehen mit ohne Einschränkung durch Multiple Choice werden die Antworten vielfältiger. Wichtigen Mangel der Bemessung der, ja, die letzte Frage ist mit den Overseer, ne? Wer ist, wie ging die nochmal? Wo ich sehe die ganze Zeit Kate ist jetzt am gucken. Wer ist der ungeschriebene Anführer von Vault 101 in Fallout 3? Der uns vor der Sicherheit, vor den Gefahren im Ödland beschützt
Und über allen steht, dann hatte man vier Auswahl und das hieß alles hier, der Overseer, der Overseer, der Overseer. Also ja, die Fragen machen hier keinen Sinn, glaube ich. Von Tag blöd. Ach, die haben wir erledigt. Oder ihn. Wir haben keinen Monopol auf den Finden von Simpson. Kommen wir den Menschen ständig immer. Das ist aber im Kern nicht um psychologischen Auslöser geht. Montgomery. Das ist ein Fehler, ist Montgomery zu verwenden. Mir ist egal, kommen wir mit Ziel, was wir unsere Nadelorte. Boah, ich sollte mich lang von Covenant fernhalten, wenn ich hier fertig bin, ne? Auf jeden Fall. Ah, jetzt mal noch die Typen da hinten erledigen. So, kann ich euch von hier entdecken? Oder habt ihr die schon fertig gemacht? Ne, das wäre zu schön gewesen. Bist du der voll viel aushält? Alter, wer schubst mich hier? Hi. Danke. Ja, der hat ein bisschen mehr ausgehalten, der hat auch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte gegeben. So. Er war aber nicht der Einzige, der hier rumgelaufen ist. War noch mehr. Die Missionen müssen Bosch! Brand, Schlitz, Squish, Squish, Stab! Mein Arm! Oh mein Leg! So, man hat schon mal geöffnet. Gut. Wir sind gleich schon am Ende hier, ne? Hoffentlich. Oh, hi. Geht's auch auf uns los? Nein? Okay. Hi. Und da bist du. Mein Lebenswerk ist fast zerstört. Nur weil du unbedingt Stocktons angebliche Tochter finden willst. Du weißt aber, dass sie höchstwahrscheinlich ein Sünd ist. Wenn du mehr als nur ein Söldner bist, können wir die Lage vielleicht noch retten. Stocktons Tochter ist ein Sünd? Was glaubst du, warum wir die Karawane angegriffen haben? Nach dem Test konnten wir die Ursprünge. Nur weil sie ein Sünd ist, jetzt nicht gerade. Um sicher zu sein, muss ich eine Autopsie durchführen. Ich werde dir zuhören. Wie rücksichtsvoll. Was würdest du tun, wenn deine Familie, als du Kind warst, vor deinen Augen von einem Sünd ausgelöscht worden wäre? Würdest du es einfach akzeptieren? Oder würdest du was dagegen unternehmen? Was ist nicht ruhen lassen? Was ist denn geschehen? Vor langer Zeit wurden in Diamond City meine Eltern und 8 andere abgeschlachtet. Zuerst dachten wir, der Wahnsinnige wäre ein Mensch. Doch dann erfuhren wir von den neuesten Kreationen des Instituts. Den Synths. Solange das Institut sich unerkannt unter uns bewegt, schlägt es ohne Vorwarnung zu und kontrolliert uns aus dem Schatten heraus. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, einen Test zum Erkennen verborgener Sünds zu entwickeln, um sie aufzuspüren und zu vernichten. Ist das ja wunderbar geklappt. Dafür zu kämpfen? Ihr wollt doch nicht ernsthaft alle Sünds töten. Doch, absolut. Was wäre, wenn ich mit Valentine hier hingegangen wäre? Sie finden. Ein lebendiger Sünd ist durch keinen medizinischen Test von einem Menschen zu unterscheiden. Aber mit Psychologie kann man es schaffen. Und da kommt der Safe-Test ins Spiel. Der Test ist noch im Anfangsstadium, aber durch Opfer- und Durchhaltevermögen steigt die Erfolgsquote. Na. Klingt, als würde euer Test vielleicht gar nicht funktionieren. Es gibt eine Korrelation. Wir haben sie gemessen. Wir brauchen nur noch mehr Daten, mehr Personen, um es einzugrenzen.
Covenant ist vieles. Eine Zuflucht für die Gebrochenen, die das Institut hinterlassen hat. Ein Ort der Sicherheit und Heilung. Aber am wichtigsten ist, dass wir die Chance haben, das Zeitalter der Paranoia zu beenden. Wie wäre es damit, wenn du mich Stocktons Sünd beseitigen und unsere Arbeit fortführen lässt, zahle ich dir deine versprochene Belohnung. Dieser Auftrag war schon verrückt genug. Läuft nicht. Wie gut, dass ich nicht mit dir gesprochen habe. Wenn du der Spinnerin hilfst, haben wir ein ernstes, tödliches Problem. Die Abmachung nehme ich nicht an. Dann musst du mich wohl töten. Okay. Scheint aber keine Anstalten zu machen, sich zu wehren. Okay. Dann chill ich hier noch ein bisschen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge.